Der nächste Läufer kommt aus Schweden, Philipp Stiller, sein Name, 16 Jahre jung, wohnt und trainiert in Göteborg. Ja, da lächelt der junge Mann. Ich glaube, er weiß, er darf sich verabschieden von dem Publikum. Aber trotz allem muss man sagen, für Philipp Stiller war sicherlich schon das Überstehen der Qualifikation, die Teilnahme an diesem Kurzprogramm, ein Erfolg. Ein ziemlich katastrophaler Sturz beim dreifachen Rittberger. Hier links sehen wir noch eine kleine Zeitlupenstudie seiner Fußarbeit. Von meinem Gedanken her selber den Nägel hier, oder? Ja, selber den Nägel, ja. Der dreifache Lutz zu Anfang des Programmes. Seine Luft gar nicht so schlecht aus, konnte aber nicht schnell genug öffnen während der Landung und setzt noch den Doppeltulup hinterher. Da wird es allerdings schon vom Platz her ziemlich eng. Wurde bei seinem bislang ersten internationalen Auftreten bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Zagreb im vergangenen November 34. erreichte oder überstand da die Qualifikation nicht. Und jetzt noch der Rittberger, der war ein wahrer Kracher. Das sind die unangenehmen Stürze. Die Wertung von Philipp Stiller 3,0 bis 3,8. Und setzt sich wie erwartet an das Ende des Feldes. Er nimmt es gelassen, kann er auch.
ich denke, mit seinen 16 Jahren ist er eigentlich hier noch zum Lernen sicherlich da. So, das war also die erste Einlaufgruppe in der im Kurzprogramm der Herren. Sie sehen die Reihenfolge. George Cipel aus Rumänien führt das Feld an. Während die zweite Gruppe sich einläuft, gehen wir zurück in die Zentrale für eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn es spannend wird, sind wir wieder da. Bis dann.